Hallo zusammen, ich bin Böse Gummibaum und willkommen zurück zu Let's Play The Last Hex. Sorry, das letzte Video hatte leichte technische Probleme. Erstens musste ich es zusammenstückeln, zweitens habe ich im falschen Modus aufgenommen, deswegen war die Qualität scheiße. Jetzt sollte alles wieder gut sein. Alles toll. Außer, dass ich keine Ahnung mehr habe, wie unser Deck aussieht und so weiter. Wen spielen wir? Champion. Ich muss ganz viel voraus aufnehmen, weil ich weggefahren bin und dann ging sich das nicht mehr gut aus und dann habe ich im Stress auf das falsche Profil geklickt und everything was not good. Um unnötig Englisch zu reden. Okay, wir haben Sanctuary. Mighty Swing 45. 35, ein bisschen Heilung, ein bisschen Exposed. Deal 6 Damage when Attack gain. Strength in 12. Gain 22 Defense, Exposed 3. Heal 13, deal 50 Damage. Und das wird auch besser scalen, glaube ich, mit der Stärke dann. 5, 3, 4, so ziemlich ausgeglichen, wie das beim Champion oft der Fall ist, obwohl mir das jetzt nicht unbedingt so taugt. Im 140 Gold, dass es da irgendwo hingehen, bringt jetzt nicht so wahnsinnig was. Würde ich überhaupt noch gerne Karte loswerden? Loswerden? Wir haben noch keine Energie, gell? Das ist wahrscheinlich so ziemlich mein größtes Problem momentan. Ich hätte gerne ein bisschen eine Energie. Ich meine, Wicked Hack habe ich mir gerade erst genommen, oder? Ist ein bisschen ein Schatz. Wenn man ehrlich ist, anyways, wir werden jetzt mal fighten gehen. Hey, lieber Orc Ranger. Increasing chance to perform a critical every turn. Decrease expertise to nullify power for one turn. Okay. Das ist an mich gemeint, ha? Huh? Okay. Sag mir nicht, wie ich mein Leben zu leben habe, Spiel. Wollen wir nachher gleich mal die Heilung raushauen? Ich weiß nicht, wie viel Schaden die nette freundliche Dame hier drüben jetzt macht. Ne, schon nicht schlecht. Was haben wir hier so? Heal 10 health and attack, nice. Nix, plus 1 power, moderate discount in cities. Ah ja, genau. Und wir sehen hier, du machst 21 damage und 25 defense. Genau, ich kann das jetzt sehen, ich vergesse es jedes Mal. I know. 21 damage blocken wir schon weg, weil wir nämlich awesome sind. Dann haben wir da einmal drauf und dann haben wir nochmal drauf. Bamsty. Jetzt hätten wir noch 12 Stärke, warte, wir haben Plague. Warte, ich kann mich erinnern, ich habe nie gerestet. Wir haben noch Plague. Ah. Ich finde, das hat irgendwie schon fast Stil. Also, ich finde, das hat Stil. Deal 20 Damage, das heißt, wir heilen da eh gleich wieder alles rauf. Dann machen wir doch ein bisschen. Wie viel ist 20? Machen wir noch ein bisschen Defense. Machen wir noch ein bisschen Deal Damage. Okay, 31 Defense. 35. Sie macht irgendwie immer das Gleiche. Sterben nicht so wirklich. Wir können da gut aneinander vorbeischlagen. Ich habe damit eigentlich überhaupt kein Problem hier. Wie das jetzt läuft. Wir werden am Schluss auch wieder voll aufgeheilt sein. Plague ist völlig egal, interessiert keinen. Bamsty. Deal 18 Damage. Nein, danke schön. Gain 20 Defense. Defense increased with Burn Effects. Nein, danke. Gain 27 Defense. Weakness 2. Weakness 2. Also zwei Runden lang Weakness. Ich meine, wir könnten dafür die. Ein fucking Position Planning loswerden. Das könnte schon was können. Ich meine, Weakness 2 ist echt nicht so übel. Das heißt, jetzt will ich vielleicht, okay, wir gehen fighten, dann gehen wir nochmal in die City. Ich weiß nicht, ob ich da schon war, natürlich jetzt. Es ist möglich. Das wäre sehr tragisch. Gain 8 Defense. How about you go fuck yourself? Das wäre eine Idee. Aber nein. Er kriegt lieber 8 Defense. Jedem das Seine, nicht wahr? Ich bin da ganz tolerant. End turn. Naja, dreimal 8 Damage. Wir hauen uns nochmal Fortify rein, weil es Spaß macht. Du machst schon wieder den gleichen Schaden wie vorher. Wir hauen einfach fleißig drauf. Auch heißt uns immer brav rauf, trotz unserer Plague, was löblich ist von dir. Fortify 1, aber es ist zu wenig Defend. Nope. Will ich alles nicht haben, ist alles kacke. So, wir resten jetzt. Mir reicht's. Keine Plague haben beim Elite Fight. Ich brauche auch irgendwann mehr Leben. Wir haben wirklich nicht viel Leben. Das muss man jetzt sagen, wie es ist. Ah, nicht viel Leben. Nee. Man. Haben wir irgendwas? Wir haben nur gar nichts. Also Reinforced 15 ist durchaus annehmbar. Man dealt on lost tiles per attack. Ich weiß nicht, nee. Wir nehmen das Reinforced Equipped New Item. Dann wollte ich irgendwas removen, gell? Ich glaube, Precision Planning einmal. Wir haben zu wenig Leben.
Zu wenig Leben. Aber ich will auch anderen Shit haben als nur Leben. Sich die ganze Leben reinhauen, dann sind die so fad. Die 27 Damage und Bleed. Eigentlich nicht okay. Wenn man es genau nimmt. Wir fortifyen nochmal, damit wir ganz, ganz viel Fortify haben. Wir haben 3 Fortify. Das qualifiziert das ganz, ganz viel. Poison and Bleed, heal Lizardman. Also, aber wir haben ja wieder Poison and Bleed, also ist uns das relativ egal. Würde ich mal sagen, 44 Damage ist völlig gestört. Wie geht's eigentlich dir da drüben? Bam. Easy geblockt. Möchte ich nur sagen. Easy. Einmal Nature's Bounty. Reduce Damage bei 10% next turn. Ist mir relativ wurscht. Ohne jetzt unhöflich sein zu wollen. Einmal drauf, killen wir dich? Nöp. Nope. 20 after fight, das reicht dann wohl. Oh, was ist das für Lila-Zeug hier? Also das ist, weil wir Lila, unser ganzes Shit ist Lila, unser ganzes Shit ist Lila, ist mir noch nicht aufgefallen. Randomly place a potion. Nehmen wir das Weakness Potion. Können wir wenigstens sehen, was damit anfangen. Hey, Thing from Below. Swap one effect from Thing from Below and play every turn if possible. Ist das Battle Fury ebenfalls? Ja, das ist Weakness wahrscheinlich. Aber dann will ich ihm eigentlich beides drauf haben. Deal 40 Damage Weaken 2. Das ist dann einfach beide auf alle Fälle Weaken drauf. Was mich jetzt gar nicht so sehr stört. Nur, dass du vielleicht dann Strengthen bekommst, das fände ich gar nicht cool. Aber ich glaube, das geht nicht. Aber vielleicht die 12 wechseln dann? Not entirely sure. Wie das Ganze funktioniert. Gain 24 Reinforce. Was? Gain 24 was? Defense soll das sein? Gain 24 Kilo? Nee, schon recht schwer. Da drüben. Ohne, dass ich jetzt Fat shamen will. Nicht, dass das ist jetzt irgendwie politisch inkorrekt war. Ich sag nur, vielleicht ein bisschen Sport würde nicht schaden. Nur eine Idee. Ist natürlich trotzdem ein wertvolles Thing from Below. Ein bisschen weniger Chips. Anyways. Wir haben nochmal Sanctuary raus. Mighty Swing. Shadow Strike. Also ich glaube, das behalte ich dabei eigentlich. Was ist das hier bitte? Weakness. Weißt du, wer noch Weakness drauf bekommt? Mein guter Freund da drüben. Bam! Okay, es dauert alles ein bisschen, aber soweit so easy. Deal 8 Damage, Heal 8, Bleed 1. Okay. Wenn du meinst, das tun zu müssen. Jetzt will er auch noch anderen Shit. Weißt du was? Wir müssen da einfach mal ein bisschen. Müssen da ein bisschen Rambazamba machen. Ein bisschen draufhauen. Das Ganze nicht zu gemütlich angehen lassen. Ich habe mich da von einem netten Bierbauch da drüben anstecken lassen. Bamsty. Mighty Swing. Ich hätte zuerst Position Planning machen sollen. Wenn ich Position Planning mache, was ich glaube ich vorhabe. Oder wir machen jetzt Overcharge. Wir machen Overcharge. Wir haben kein Fortify mehr, oder? Nope. Was habe ich jetzt da bitte drauf bekommen? Oh, jetzt habe ich das Wagon Mick. Okay. Ich meine, dieses ganze fröhliche Rumwechseln stört mich momentan eigentlich gar nicht so. Gained 43 Defense to all Status Effects to play. Da hast du überhaupt keine Status Effects drauf, mein Junge. Du bist ein bisschen paranoid. Die ganze Zeit, oh Mann, nein, ich gebe dir alle Status. Ich gebe dir keine Status Effekte drauf. Ich mache dich einfach so fertig. Bam. No Props. Cleanse Weakness deal to... Was ist Sleep? Enemy cards have no effect for 3 turns if enemy is attacked during this time! Enemy gains reinforce 15. Ich meine, da könnte man ihn nur nochmal aufheilen. Und mit Fortify. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ich kann auch voll rauf fortifyen. Actually, give me this. Omnisight Goggles can always attack and defend. Enemy cannot evade attacks. Mag ich aber lieber. Cestus is. Sure. Plus 2 Draw. Kann mir jetzt irgendwer endlich meine fucking Energie geben? Ich meine, was soll die Scheiße eigentlich? Wieso habe ich keine Energie? Habe ich irgendwann in das... Ey, ich habe keine Ahnung mehr, was meine Karten sind. Habe ich irgendwann irgendwas unterschrieben, dass ich keine Energie bekomme? Ich kann mich nicht daran erinnern. Was jetzt nicht wirklich heißt, dass ich es nicht getan hätte. 300 Gold, weil ich ganz genau weiß, welche Karten wir haben. Wir haben von allem eh nur eins. Junge. Battle Fury war es wohl nicht. Mighty Swing. Alle geglaubt, das merke ich nicht. Bam! Okay, fight. Face Spider. Gegen den sind wir, glaube ich, 5000 Mal gestorben. Not a fan. Okay, schlaf mal. Dann machen wir mal ein bisschen Fortify. Jetzt haben wir noch nicht wirklich viel gemacht. Hauen wir halt das mal raus. Okay.
Yeah, gain 115 defense. Ist überhaupt kein Effekt, mein Junge. Ein bisschen Position Planning, ein bisschen mehr Fortify, ein bisschen Battle Fury. Kann man ein schönes Setup hier raushauen. Ja, gain 115 defense, glaube ich auch, Junge. Das glaube ich auch, dass das was wird. Einmal Fortify. Wollen wir jetzt schon die Weakness raushauen? Ja, nächste Runde fängt an, Depper zu sein. Also haben wir jetzt die Weakness raus und dann ein bisschen noch, dass wir nachher heilen. Nope. Didn't happen, my friend. Okay. Okay. Jetzt geht's los, oder? Jetzt geht's los. Deal 42 Damage. Einmal draufgehauen. Nochmal draufgehauen. Nochmal draufgehauen. Wirklich, ein bisschen mehr Energie wird nicht schaden. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber es stimmt auch einfach extrem. Bisschen mehr Energie würde nicht schaden. 45. Wieso kommt der jetzt eigentlich wieder daher und macht 5 Millionen Schaden? Was soll das? Weaken 2. Ha! Unable to be attacked next turn. Jetzt habe ich die Omnigoggles nicht, gell? Die Omnigoggles wären schon nett gewesen, aber 10 heilen jedes Mal, wenn irgendwer auf mich draufhaut, sind die auch super. Machen wir mal die Heilung aus. Habe ich nicht eigentlich? Warte mal, haut ihr mir die Heilung immer weg? Oder wieso? Ja, ich kann nicht angreifen. See if I can. Oh, machst du 62 Schaden? Ja. Dir voll bypassing Shields. I didn't see that. egal. Jo, 28 Damage und Poison. Ich sag's euch, dem Jungen geht's echt nicht mehr gut da drin. Wir heilen das alles nachher wieder auf. No props. So, aber jetzt muss mal hier auch ein bisschen zugehaut werden. Falscher Moment. Gain 115 Defense. Schon wieder 115 Defense. Dann hat man echt ein bisschen jetzt hier geschissen. Können wir ein bisschen weniger als 115 rausmachen? Alright. Ich meine, ich komme da ja sowieso nicht durch. Nee. Also tun wir halt noch ein bisschen mehr heilen. 83 Defense ist es jetzt. Weekend Tour. Wir heilen nachher noch ein bisschen mehr. Dann machen wir Anti-Magic Circle. Nochmal ein bisschen Fortify. Dann haben wir drauf, auch wenn es nichts bringt. Wunderbar geblockt. Alles ist. So, da la. 42 Schaden. Einmal. Sanctuary. Zweimal. Weil irgendwann musst du auch sterben da drin. 42 Damage. Sie haben mir noch nicht so viel Gift. Normalerweise hat sie mir immer mehr Gift draufgehauen, hatte ich das Gefühl. Ah, jetzt können wir wieder keinen Schaden machen, gell? Das Leben ist schon hart. Jetzt können wir das nächste Mal nicht angreifen. Ja. Blocken wieder. Bypassing Shields. So nervig. Immer mit den Bypassing Shields. Für was habe ich die Dinge eigentlich? Ja, man sieht nur, gebypassed werden die ganze Zeit von allen. Metten, die geben mir mein Geld nicht zurück für das ganze Shield. Da steht Gain 18 Defense. Da steht nicht Gain fucking 18 Defense und die Defense bringt dann nichts, weil eh alle Bypass Shield haben. Steht da nicht drauf auf der Karte. Anyways. Du stirbst jetzt. Servus. Naja, wir brauchen nicht zwei davon, oder? Einmal reicht. Shuffle this card into draw, draw one card. Nein, dankeschön. Kleiner Event kann nicht schaden. Help the town, obviously. Fight. Einem Bandit Liter. Ich schlafe mal ein bisschen. Nein, 76 Damage ist zum Beispiel viel zu viel. Wir müssen noch nicht wirklich die Defense raushauen. Hier. Oh, aber ich kriege immer noch die Strengthen. Das gefällt mir ausgesprochen gut, muss ich sagen. Ausgesprochen gut. Wir noch ein Fortify raus. Zum Beispiel nur 24. Ja, ich meine, du kannst gerne 64 Health heilen, wenn ich dir noch kein einziges Mal irgendeinen Lebenspunkt abgezogen habe. Einen Lebenspunkt abgezogen habe. Ja, das war gerade Deutsch. Man glaubt es nicht. Alrighty. So, Junge, jetzt geht's los. Deal 10 Damage, Poison 5, every attack played. Jetzt geht's los. Bam. Okay. Wir haben 109. Ich muss eigentlich gar nichts anderes machen, als einfach nur volle Kanne draufhauen. Ey, warte mal, das schaut interessant aus.
Exsanguination. Exsanguination. Exsang. Okay. Proc bleed on enemy. Bleed cards add 5 extra bleed. Nee. Strength in 10. I don't know. Plus 1 Power, plus 1 Arcana ist besser als das hier. Ich weiß nicht. Na, ich meine, wir haben keine Bleed Cards. Wir können jetzt nicht haben. Ich meine, Strength in sure. Sure. Aber wir haben E-Strength von alleine. Take nothing. Gib mir jetzt endlich. Goddammit. Wie oft muss ich es eigentlich noch sagen, dass ich fucking Energie haben will? Man, was soll die Scheiße? General Edition 45 Gold after. Das ist nicht, was ich wollte. Moderate Discount in Cities. Oh mein Gott. Ja, ich meine, wenigstens kriegen wir Max Health. Fuck it. Wir haben hier genug Geld. Equip. Ich meine, ich hätte vorher den anderen Scheiß kaufen sollen. Is true. Power 4. Okay. Check uns einmal Power. Ja, gibt's bei den Karten in das? The Pact! Ja, ja, Large Chance. Das kennen wir schon. Large Chance, my fucking ass. Heal 24 Health. Heal 36 Health if you have negative status effects. Das ist einfach besser als der Heal, den ich jetzt gerade habe. Ich hätte vielleicht vorher alles durchschauen sollen. Wetten, jetzt kommt die beste Karte der Zeiten. Okay, nein. Ich brauche Cleanse nicht, weil ich keinen Bock habe auf Cleanse. Wir werden jetzt diesen Heal hier wieder los, weil der Heal, auch wenn es eine andere. Ja, 24 rein, du machst nur 14, kostet gleich viel. Remove Divine Blessing. Weg mit dem Schaß. Brauch kein Schwein. Okay. Anti-Event. Excuse me. Doch, das wäre ein Fight hier. Open Chest wird eh noch ein Fight. Sag ich ja. Jetzt haben wir Sleep nicht von Anfang an. Deal 8 Damage. Destroy Top Card of Enemy. Draw? Don, don, don. Wir fortifyen mal. Die Nuller-Karte ist übrigens wirklich ein Schaß, wobei ich kann dann das ganze Strengthen draufhauen für nichts, was ihn auswertet. Ist dir 10 Damage? 10 Damage. Ich glaube, der da so ist. Mighty Swing, Wicked Attack, Wiedersehen. Gain 26 Defense. Nein, das ist alles ein Schaß. Highwayman. Um, 45 Players weakened for 2 turns. Das hat niemand mit mir abgesprochen. Position Planning einmal drauf gehauen. Jetzt könntest du wieder nicht schlafen. Die Frage ist, wie ich überhaupt, dass du schläfst. Dass du das. Wir lassen uns Zeit. Wir lassen uns Zeit. Wir sind nicht so. Wie diese schnelllebigen anderen Menschen. Gehen vor die Defense. Ah, warte mal, du haust den nur ab, gell? Das ist ziemlich dämlich von mir gerade. I'm an idiot. Er klaut mir mein Geld. Ich sage, hey, geh schlafen, damit du nachher besser abhauen kannst. God damn it. Wir haben kein Geld mehr. Jay ist jetzt weg. Oder nächste Runde ist er weg. Ich hasse ihn. Habe ich schon mal gesagt, dass ich ihn hasse? Ich hasse ihn nämlich. Ist noch ein nice dude. Ja. Wir haben nicht genug Leute. Wir haben nicht mal genug Defense. Hey. Jetzt macht er auch noch Schaden an uns. Okay, wir haben genug Defense. Mann, was ist das für eine. Ja, kannst du jetzt mal einfach drauf gehen? Mit normaler fucking Gegner. Nein. Stattdessen. I hate everything. Steal 55 Gold. Wieso ist er eigentlich immer noch da? Ich dachte, er wäre schon weg. Ich meine, es freut mich eh, aber. Kannst du bitte sterben? Oh! Oh Gott. So die falsche Karte. Impervious! Gain 95 Defense, Reinforce 22, 45, 1. Yes, my friend, please give me this. Thank you. Dankeschön. Hello, Succubus. I'm a gain 90 defense charm for my ass. End turn. Pay starts with 10 charm. Es hat keinen Effekt gehabt. Ich bin unconsolable. Hat das einen Effekt? Das hatte einen Effekt. Look at us go. Wir haben sogar einen Effekt. Wir haben sogar einen Effekt. Wahnsinn. Meine Defense, es ist ja nur die Angriffskarten, die keinen Effekt haben, oder? Also wenn wir eh die ganze Effekt haben, also ist eigentlich eh alles super. Weakness? Weakness hat funktioniert. Okay, jetzt haben wir echt genug Defense. Deal 24 Damage. Leech Damage dealt. Schwachsinn. Bamsty. Bar Bamsty. Sub Bamsty. Und dann heilen wir nach dem Kampf. Wie viel haben wir noch Fortify? Ein Ründchen. Zwei Ründchen. Deal 76 Damage. Ich meine, wir haben unglaublich viel Block, also ist uns egal, aber normalerweise wird das eigentlich viel Schaden.
Einmal. Zweimal. Dreimal. Nur falls mir jetzt der Vorwurf gemacht wird, ich wäre hier zu theatralisch. Haupt nicht. Overcharge. Bam. Inferno Slash. Das hört sich super an, ist aber dann leider nicht super. Wie so viele Sachen im Leben. Fight. Ooze. Impervious. This is the first card played by player is consumed. Ich kann es sehr intelligent gemacht aus Versehen. Play against 6 poison each attack enemy performs. Ja, solche Späßchen kann ich auch, Junge. Warte, wurde das gerade. Was wurde gerade. Das, was eh consumed wurde, wurde consumed, oder? Ich bin ein Genie. Fucking genius. Brawl? Ja, jetzt macht er noch mehr. Der macht jetzt echt viel Schaden, nur weil er ein bisschen angefressen ist. Sorry, ich müsste mich kurz kratzen. Deswegen hat sich das vielleicht komisch angehört. In dem Fall möchte ich mich bitte in aller Form. What the fuck are you doing? Heal for. Kannst du größer schreiben auf das Ding? Mann, ich muss mich wirklich heilen. Auf der anderen Seite, wieso eigentlich nicht? Right. Ist nicht so, dass wir es eilig hätten. Clan Top Card of Play this card. What? What just happened? Bamsti. 51 Damage ist völlig gleich. Das heißt, wir hauen einfach nur weiter drauf. Jetzt ist er wieder deppert. Eh das Übliche. Immer das gleiche Gesudere. Bamsti. Ah nein, sorry. Warte, machen wir noch das. Bamsti. Bamsti. Wieder schon. Wall of Fire. Gain 59 Defensive Attack, deal 18 Damage. Ist aber 2. Proc Burn und. Ich meine, wir hätten in Richtung Burn gehen können, aber. Wir sammeln jetzt noch ein bisschen heftigst viel Gold, damit wir schöne Sachen und hoffentlich Energie bekommen. Wie gesagt, das wäre sehr nett. Zum 5000. Mal. Deal. Okay, warte mal. Wir schwächen dich mal und dann kriegst du mal Fett aufs Maul. Wir machen kein Fortify. Battle Fury. Bro. Okay. Ich hätte vorher nachschauen können, ob er angreift oder nicht, aber. Ist er eh nicht nötig. Gain a bisschen Defense. Dann hauen wir nochmal drauf. Nicht wirklich fest hauen wir drauf, leider. Ist der Fleck, das ist auch ein bisschen unangenehm. Check uns jetzt mal die 2 Fortify. Nein, ein Overcharge hinterher. Hier. Ja, wenn er schon deppert, heilt in der Gegend rum. Muss man ja da was dagegen unternehmen, nicht wahr? Das kann man sich ja nicht gefallen lassen. Darf sich nicht alles gefallen lassen. Hin und wieder muss man aufstehen, mit der Faust auf den Tisch schauen. Und so. Habe ich gehört. Overcharge. Bamsti. Add Frost 10 every attack. Poison 9 consumed. Open Vein. Es ist einfach. Kann ich bitte mehr lila Karten bekommen? Possessed Doll. Possessed Doll. Fortify. Battle Fury. Wieso hab ich da immer. Nein, ich habe nicht eine Energie mehr. Was machst du gerade? Player loses 38 health. Unblockable, glaube ich, ist das. Ja, einfach so. Da wären wir wieder. Da wären wir wieder dabei, dass ich eindeutig zu viel bezahlt habe. Für diese ganzen Defense hier. Das ist ja alles eine Verschwörung der Illuminatis, um mich fertig zu machen. Was ich ja eh schon immer den Verdacht hatte, dass das der Fall ist. Und das habe ich meinem Psychiater nie geglaubt. God damn it. Mighty Swing. Overcharge. Cleanse Burn at Frost 6 every attack. Wieso ist das schlechter als das vorige und kostet mehr? Ridiculous. Cleanse Burn. Cleanse everything. Enter Event. Push through it. One less energy next time. Rest in to remove. Ich brauche nicht. Meine Energie ist völlig überbewertet. Oh Gott, der Succubus. Er wird mich killen. C, R, S, was? Anyways. Succubus ist C, normalerweise, oder? Aber was ist es, wenn es ein Succubus... schwierig. Wenn es ein Succubus ist, der jemanden verführen will, der aber auf Männer steht. Dann müsste er ein männlicher Succubus sein.
frage mich, ob es da Regeln gibt in der Succubus-Welt darüber. Warte mal. Bro, das hat schon wieder nichts gemacht. Können wir einfach mal. Der Kampf wird ewig dauern. Deal 20. Half of player charm is removed. Dankeschön, wir hatten eh schon viel zu viel Charm drauf. Okay. Einmal Battle Fury, dann einmal Fortify. Gain 90 Defense Charm 4. Oh, das hat sogar geklappt. Ich meine, es bringt nichts, aber es hat geklappt. 74, deal 36 damage, Kids. Können wir nächstes Mal ein bisschen was dazu wieder von in Sachen Stärke. Das heißt, vielleicht machen wir irgendwann einen Schaden auch. Das könnte passieren. Deal 20 damage. Da brauchen wir also quasi nichts Neues. Immer ein bisschen Brawl. Brauche ich das Fortify jetzt noch? Ich brauche es nicht wirklich. Fetz jetzt einfach mal voll drauf. Man darf sich da auch nicht einschüchtern lassen. Brauche ich das Fortify nicht. Wir haben uns nochmal Heilung drauf nachher. Nichts, was momentan nötig ist, aber man weiß ja nie. Gain 92. Overcharge, Brawl. Jetzt kommt wieder der Damage. Ein bisschen für Verteidigung sorgen hier. Aber dann nächste Runde können wir dich wahrscheinlich killen, nehme ich an. Sollte eigentlich machbar sein. Wiedersehen. Thunder, remove enemy defense, deal 16 damage. Wir nehmen das noch mit. Nur für den Fall der Fälle. Wollen wir die erste City uns mal anschauen? Hey, Equipment, gibt's Energie? War klar. Plus one energy. Ich meine, Healing wäre nett, aber plus one energy is better. Simply better. Yes, equip new item, please. Trainer! Power dürfen wir nicht nehmen. Wollen wir nochmal Expertise oder Arcana haben? Ich glaube, wir wollen lieber die plus 30 Health. Sonst schimpft wieder. Wer war das? Lazos? Mikon? Tommy Mikon, glaube ich, schimpft wieder mit mir. Falls nicht Tommy heißt, tut es mir leid. Ich habe gerade meinen Browser nicht offen. Aber Mikon habe ich mir gemerkt. Anyways, ich glaube, wir hauen hier mal wieder einen Cut rein. Ich hoffe immer, dass es euch Spaß gemacht hat, dazu zu sehen. Wenn das der Fall war, lasst doch ein Like da, abonniert den Channel. Aber vor allem schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Baba.